12. Oktober 1992, Tenochtitlan im Tal von Mexiko. Der Präsident der Mesoamerikanischen Union höchstpersönlich ist heute im Templo Mayor. Die Azteken feiern die symbolische Rückkehr ihres Gottes, der gefiederten Schlange Quetzalcoatl. Das Reich der Azteken hat die grausame Zeit der spanischen Eroberungszüge im 16. Jahrhundert siegreich überstanden und seine Unabhängigkeit bewahrt. Dank seiner Handelsbeziehungen mit europäischen Städten konnte es zahlreiche Völker vereinen und einen mächtigen Bund schaffen. Heute herrscht der Städtebund über ganz Südamerika und Nahuatl ist die offizielle Landessprache. Allerdings ist es so nie geschehen. 1520 sorgt ein einzelnes Ereignis für den Untergang der Azteken und ihrer Kultur. Unsere Geschichte ist eine Aufeinanderfolge außerordentlicher Ereignisse. Jeder von uns kann ihren Verlauf beeinflussen. Von der Entstehung eines tausendjährigen Kaiserreichs bis zum Niedergang einer blühenden Zivilisation. Vom genialen Erfindungsgeist einer Handvoll Menschen bis zur kulturellen Revolution. Vom finstersten Totalitarismus zu den schrecklichsten Kriegen. Vom heroischen Widerstand eines ganzen Volkes bis zur unbeugsamen Willenskraft einer kleinen Minderheit. Schon die geringste Entscheidung kann die Zukunft verändern. Wer die Vergangenheit kennt, kann vorausahnen, was in Zukunft geschieht. November 18, 1518. Der spanische Eroberer Hernán Cortés macht sich eigenmächtig auf den Weg zur Küste Yucatans. 30. Juni 1520, eine traurige, regnerische Nacht. Zwei seiner Männer retten Cortés nur knapp das Leben. 1521, Cuauhtémoc, der letzte aztekische Herrscher, wird gefangen genommen und gefoltert. Das Reich der Azteken zerfällt. Diese drei Ereignisse sind eng miteinander verknüpft und Schlüsselmomente der Eroberung Mexikos durch Hernán Cortés. Nach zwei langen Monaten Fahrt über den Atlantik erreicht die Flotte der spanischen Krone endlich ihr Ziel. Die Insel Hispaniola. Auf einem der Schiffe reist Hernán Cortés. Der junge Adelige will sein Glück in der 6500 Kilometer von seiner Heimat Spanien entfernten Kolonie versuchen. 1492 hatte Christoph Kolumbus im Namen des spanischen Königs bereits mehrere karibische Inseln erobert. Doch der amerikanische Kontinent war nach wie vor ein attraktives Ziel für abenteuerlustige Europäer. Es ist die neue Welt. Seit Beginn des 15. Jahrhunderts setzt Portugal alles daran, die Welt zu entdecken. Auf der Suche nach dem Unbekannten durchkämmen kühne Abenteurer die Küsten, befahren Flüsse und kartieren jedes Ufer und jede Insel. 1492 stößt der Entdecker Christoph Kolumbus auf der Suche nach einem Seeweg nach Indien auf ein nicht unwesentliches Hindernis: Amerika. Spanien beginnt sogleich mit der Kolonialisierung der Insel Hispaniola, gefolgt von Kuba. In den neuen Gebieten gibt es jede Menge zu tun. Dafür werden kühne, unerschrockene Männer gesucht. Von der Reise versprechen sie sich Ruhm und Reichtum. Zu Hunderten brechen sie wie Cortés zu einem ebenso exotischen wie gefährlichen Abenteuer auf. Denn die neu entdeckten Gebiete sind nicht nur reizvoll, sondern auch von indigenen Stämmen bewohnt. Als Sekretär des spanischen Gouverneurs von Kuba nimmt Cortés an der Eroberung der Insel teil. Schon bald ist er ein reicher Mann, doch das genügt ihm nicht. Er ist fasziniert von den fantastischen Geschichten, die Seefahrer von ihren Entdeckungsreisen erzählen. Als ihm der Gouverneur vorschlägt, das Kommando für eine solche Reise zur mexikanischen Küste zu übernehmen, ist er sofort Feuer und Flamme. Dank des Verkaufs von Ländereien und zusätzlichen Darlehen heuert er erfahrene Seemänner an und legt sich ein ansehnliches Waffenarsenal zu. Denn insgeheim will Cortés das Neuland nicht nur erkunden, sondern im Namen der spanischen Krone erobern. Der Gouverneur riecht Lunte und will ihm das Kommando wieder entziehen. Zu spät. Cortés hat bereits die Anker gelichtet und segelt Richtung Mexiko. Auf eigene Faust.
Willkommen im Gedächtnisspeicher der Menschheit. Hier können wir durch die Zeit reisen, Milliarden von Ereignissen analysieren, vergleichen und sogar verändern. Hier können wir die Geschichte neu schreiben. Alle noch so unbedeutenden Begebenheiten in unserer Geschichte werden hier gespeichert und verknüpft. Wird nur eine davon verändert, beeinflusst das alle anderen. Von klein auf beginnt der Mensch, die Welt zu erkunden. Die Faszination des Unbekannten bringt ihn immer wieder dazu, in Gebiete außerhalb des Vertrauten vorzudringen. Um Entfernungen zurückzulegen, war er lange Zeit auf die Kraft seiner eigenen Beine beschränkt. Dann hat er Pferde gezähmt, Schiffe gebaut und das Rad erfunden. In der Antike war die Schifffahrt auf hoher See noch extrem gefährlich. Im 15. Jahrhundert ist man jedoch in der Lage, stabilere und leichter manövrierbare Schiffe zu bauen, mit denen man den Kräften des Ozeans trotzen kann. Die von den Portugiesen erfundene Karavelle eignet sich perfekt für die Entdeckungsfahrten. Mit diesem Schiffstyp war auch Kolumbus unterwegs. Heute können wir dank hochentwickelter Technik immer weiter entfernte Welten erforschen. Von den Tiefen des Ozeans bis zu anderen Planeten im Sonnensystem. Wir verfügen über die erforderlichen technologischen Mittel, eine neue Ära von Entdeckungsreisen einzuläuten. Wir können so weit vordringen, wie wir es wagen. 11 Schiffe, 518 Kämpfer, 14 Kanonen, 16 Pferde und ein paar Hunde auf der Suche nach dem Unbekannten. Der selbsternannte Warlord Cortez weiß, dass es nun kein Zurück mehr gibt. Kehrt er jedoch mit Schiffen voller Schätze heim, wird ihm der König seinen Ungehorsam gewiss verzeihen. Cortez ist zum Eroberer geworden, zum Conquistador. Entweder er kehrt erfolgreich zurück oder er stirbt. 1519, vor der Küste Yucatans. Die Entdeckungsreisenden erwartet hier ein Urwald voller Giftschlangen und Krankheiten. Cortez weiß, dass er bald auf fremde Hilfe angewiesen sein wird, vor allem wenn die Vorräte zur Neige gehen. Er hofft auf die Gastfreundschaft der zahlreichen einheimischen Stämme. Die spanische Kavallerie und die schmiedeeisernen Waffen sind den feindlichen Kriegern weit überlegen. Außerdem halten die Indianer die hellhäutigen Männer für dem Ozean entstiegene Götter. Deshalb treffen sie mit den Fremden folgende Abmachung: Frieden im Tausch gegen Nahrung und Sklaven. Eine davon ist Malintzin, von den Spaniern La Malinche genannt. Die Sklavin ist schön, intelligent und gebildet. Sie spricht mehrere Sprachen, vor allem die der beeindruckenden Zivilisation, auf die die Eroberer schon bald stoßen: das Reich der Azteken. Die Azteken gehören zu den mächtigsten Indianervölkern Mittelamerikas. Seit einem Jahrhundert haben sie sich mit Hilfe des Obsidianschwerts ein Reich mit 8 Millionen Einwohnern geschaffen. Von ihrer Hauptstadt Tenochtitlan herrschen sie über den Großteil Mexikos. Laut der Legende fanden die Azteken auf der Flucht vor Feinden Schutz auf einer sumpfigen Insel inmitten eines großen Sees. Ein Adler mit einer Schlange zwischen den Krallen galt als Zeichen der Götter. Hier sollte sich eines Tages die große Stadt der Azteken erheben, Tenochtitlan. Seitdem haben sie fast allen Stämmen in der Umgebung ihren Willen und ihre Religion aufgezwungen. Jede neu eroberte Siedlung muss den Kult um Huitzilopochtli zelebrieren, dem mächtigen aztekischen Gott des Krieges und der Sonne. Damit die Götter weiterleben können, brauchen sie ständig neues Menschenblut. In den Dörfern werden regelmäßig grausame Razzien durchgeführt. Das Ziel: möglichst viele Gefangene als Nachschub für Menschenopfer. Die Auserwählten werden an der Spitze der Pyramide auf einen steinernen Altar gelegt. Dann wird ihnen von einem Priester mit einem Messer bei lebendigem Leib das Herz herausgeschnitten. Nur so geht die Sonne am nächsten Tag wieder auf. Die Tempelstadt.
Tenochtitlan ist ein architektonisches Wunder. Die Errichtung der Hauptstadt inmitten des Texcoco-Sees stellte die Azteken vor große Herausforderungen. Im Herzen der Stadt stehen die Tempel, Paläste und Pyramiden auf einer Felseninsel. Sie sind umgeben von weitläufigen, mit Erde bedeckten Schilfrohrterrassen auf Holzpfählen. In den schwimmenden Gärten wachsen vor allem Mais und Tomaten. Zwei Aquädukte liefern Trinkwasser, Kanäle transportieren Abwasser, Abfälle werden wiederverwertet. Gigantische, mit Brücken versehene Dammstraßen verbinden die Insel mit dem Festland. Ein ausgeklügeltes System aus Kanälen und Deichen ermöglicht die Kontrolle des Wasserpegels und verhindert Überschwemmungen. Als die Spanier auftauchen, ist die Stadt 900 Hektar groß und hat 200.000 Einwohner. Damals eine der größten Städte der Welt. Heute steht an derselben Stelle Mexico City. Einige hundert Eroberer gegen Millionen Ureinwohner. Cortés schwant schon bald, worauf er sich eingelassen hat. Doch das Reich der Azteken ist ein Koloss auf tönernen Füßen. Ein System der gnadenlosen Unterwerfung, das auf absolutem Gehorsam der anderen indianischen Völker beruht und keine Fehler verzeiht. Viele Stämme haben es gründlich satt. Cortés weiß das und setzt diese Trumpfkarte geschickt ein. Er präsentiert sich als interessante Alternative zu den Azteken. Der aztekische Herrscher Moctezuma II. Weiß nicht, was er von den Neuankömmlingen halten soll. Sind es Feinde? Verbündete? Oder gar Götter? Vorsichtshalber lässt er die Fremden am Leben. Vorerst. Cortés Dolmetscherin und Beraterin La Malinche hilft ihm, wertvolle Bündnisse mit Völkern unter aztekischer Herrschaft zu schmieden. Die spanische Armee wird zusehends größer. Nach zweimonatigen Reisen und Verhandlungen erreicht der Conquistador die Hauptstadt Tenochtitlan. Moctezuma beschließt, sie zu einem Treffen einzuladen. Bewacht von aztekischen Kriegern nähern sich die Eroberer zögernd. Staunend betrachten sie die prächtige Stadt. Bei der Begegnung zwischen den Oberhäuptern treffen zwei Welten aufeinander, die gegensätzlicher nicht sein könnten. Dennoch gewährt ihnen Moctezuma seine Gastfreundschaft. Damit hatten die Spanier nicht gerechnet. Ihr Ziel ist es, neue Gebiete zu erobern, und nun heißt man sie friedlich willkommen. Cortés, im Herzen einer fremden Stadt, umringt von Einheimischen, die Menschenopfer darbringen, fragt sich, was er tun soll. Er hat mehrere Möglichkeiten und beschließt, seine höchste Karte auszuspielen. In einem günstigen Moment nimmt er Moctezuma II. Als Geisel. Die Idee dahinter ist einfach. Indem er den König entmachtet, glaubt er, die Azteken würden sich ihm unterwerfen. Doch die aztekische Gesellschaft reagiert völlig anders. Sie ist ratlos. Keiner versteht, was Cortés will. Cortés steckt in einer Sackgasse. In der Zwischenzeit hat eine spanische Expedition an der mexikanischen Küste angelegt, mit dem Befehl, den selbsternannten Conquistador sofort zu stoppen. Cortés lässt eine kleine Truppe vor Ort und zieht los, um sich gegen seine Landsmänner zu verteidigen. In Tenochtitlan massakriert die spanische Garnison unterdessen aus Furcht vor einem Aufstand mehrere tausend aztekische Adlige. Als Cortés wie durch ein Wunder siegreich zurückkehrt, hat sich die Lage drastisch verändert. Die Stadt ist außer Kontrolle. Die überlebenden Konquistadoren haben sich im Königspalast verschanzt. Im Trubel der Ereignisse wird Moctezuma getötet. Die Eroberer haben keine Wahl mehr. Sie müssen fliehen, und zwar schnell. 30. Juni 1520. In einer regnerischen Nacht schleichen die Spanier aus der Stadt. Voll beladen mit Gold müssen sie die Stadttore erreichen und in der Finsternis die große Dammstraße vom See zum Festland überqueren. Da sie zahlenmäßig unterlegen sind, ist ihre einzige Chance, unbemerkt und vor allem schnell zu fliehen.
Doch die aztekische Armee hat sie schon bald eingeholt. Aus dem Nebel greifen tausende Indianer die Flüchtenden an. Die Spanier sitzen in der Falle. Sie müssen es irgendwie schaffen, aufs Festland zu kommen. Einige sind so schwer mit Gold beladen, dass sie im Sumpf versinken. Andere werden gefangen genommen und den Göttern geopfert. Cortés selbst stürzt vom Pferd, doch zwei seiner Männer retten ihm im letzten Moment das Leben. Erschöpft erreichen sie das Festland. Cortés hat die Hälfte seiner Männer verloren. Wir sind an einem Divergenzpunkt angekommen. Ein Divergenzpunkt stellt ein entscheidendes Ereignis dar. Eine Weggabelung, an der unsere Geschichte die eine Richtung einschlagen kann oder die andere. Was wäre geschehen, wäre Cortés während der Noche Triste ums Leben gekommen? Hernán Cortés war zweifellos die moralische Stütze der Konquistadoren. Ohne ihn hätten sich Panik und Verzweiflung breit gemacht. Die demoralisierte Truppe hätte der aztekischen Armee nicht standgehalten. Die Reise hätte für die letzten Überlebenden auf einem steinernen Tisch auf der Spitze einer Pyramide geendet. Nach der Niederlage hätte Cortés nicht als unerschrocken, sondern verrückt gegolten. Seine Nachfolger wären ernüchtert und deutlich vorsichtiger gewesen. Das Reich wäre möglicherweise nie besiegt worden und hätte bis zum heutigen Tag existieren können. Im 20. Jahrhundert wäre es ein mächtiger Zusammenschluss mesoamerikanischer Städte. Die Sprache in Südamerika wäre eine indianische. Von Feinden umzingelt, weit weg von der Heimat, stark dezimiert und verletzt, ahnen die Konquistadoren, dass sie verloren sind. Und selbst wenn es ihnen gelingen würde, zu fliehen, sie kämen nicht außer Landes, denn bei ihrer Ankunft in der neuen Welt hatte Cortés sicherheitshalber seine Schiffe auseinanderbauen lassen. Er sitzt in seiner eigenen Falle. Ihren indianischen Verbündeten ergeht es auch nicht besser. Tausende starben im Kampf um Tenochtitlan und wer noch am Leben ist, weiß, die Azteken werden keine Gnade kennen. Am 7. Juli 1520 werden die Überlebenden von der aztekischen Armee umzingelt. Kurz bevor die aztekischen Krieger über sie herfallen, setzen 13 Reiter alles auf eine Karte und stürmen dem aztekischen Kriegsherrn entgegen. Cortés überlebt die Schlacht wie durch ein Wunder. Er nutzt die Atempause, um wieder zu Kräften zu kommen und erneut zuzuschlagen. Am 30. Dezember 1520 steht er wieder vor der Hauptstadt der Azteken, in Begleitung zigtausender indianischer Verbündeter. Dieses Mal greift er nicht zur Hinterlist. Der Eroberer hat eine neue Strategie. Er bereitet eine Belagerung vor und lässt mit Feuerwaffen ausgestattete Schiffe bauen, um die Hauptstadt anzugreifen. Auch die Azteken haben aus ihren Fehlern gelernt. Nächtliche Angriffe, Fallen für die Reiter, Schutzvorrichtungen gegen die Kugeln der Hakenbüchsen. Beide Welten passen sich einander an, um sich gegenseitig zu zerstören. Angesichts des starken Widerstands der Azteken entscheidet sich Cortés für die Taktik der verbrannten Erde. Auf seinem Weg brennt er Haus für Haus nieder. Schon bald sitzen die letzten aztekischen Krieger im Norden der Stadt fest. Am 13. August 1521 wird der neue Aztekenherrscher Cuauhtémoc gefangen genommen. Die Stadt ist vollkommen zerstört. Mit ihr erlischt der Widerstand der Azteken. Cortés hat das einzigartige Reich dem Erdboden gleichgemacht. Stahl gegen Stein. Die aztekischen Krieger waren gefürchtet. Sie galten als kampferfahren und unerschrocken. Ihre Schwächen waren jedoch die Ausrüstung und Kampftaktik. Die Indianer kannten weder Eisen noch Bronze. Ihre Pfeilspitzen und Schwerter waren aus Obsidian, eine Art scharfkantigem,
jedoch nicht sehr widerstandsfähig im Feuerstein. Bisher brauchten sie die Waffen vor allem, um für Nachschub an Menschenopfern zu sorgen. Die spanischen Eroberer hingegen trugen schützende Eisenrüstungen. Die Klingen ihrer Degen waren scharf und dennoch stabil. Armbrüste, Hakenbüchsen, Kanonen und Reiter erschreckten und dezimierten die aztekischen Krieger, deren Pfeile an den Rüstungen abprallten. Die Konquistadoren waren nahezu unbesiegbar, zumal sie gemeinsam und koordiniert kämpften und sich gegenseitig deckten. Sie kämpften, um zu töten und zu erobern. Zwei verschiedene Kriegstaktiken aus zwei verschiedenen Welten. Cortés und seine Männer waren nur die erste Welle. Schon bald legen christliche Missionare an der Küste an. Ihr Auftrag, Millionen heidnische Indianer zum katholischen Glauben zu bekehren. Freiwillig oder mit Gewalt. Mexiko wird neu organisiert und zur spanischen Provinz. Nach und nach kommen Schiffe mit Kakao, Mais, Erdnüssen, Vanille, Avocados und Tomaten aus Mittelamerika. Die Ureinwohner, Azteken wie Verbündete, werden auf die großen landwirtschaftlichen Betriebe verteilt. Allerdings gibt es nicht mehr viele. Tödliche Epidemien haben die Indianervölker stark minimiert. Eingeschleppte europäische Seuchen wie Cholera oder Pocken, aber auch die Kokolizli-Seuche, das Pendant der europäischen Pest, dezimierten die Bevölkerung schon vor der Ankunft der Spanier. Die harten Lebensbedingungen in den landwirtschaftlichen Gütern tun ihr Übriges. Binnen eines Jahrhunderts schrumpft die mexikanische Bevölkerung von 20 Millionen auf nur noch 1 Million 600.000. Die Indianer sind die großen Verlierer der spanischen Eroberung, aber nicht die einzigen. Die Konquistadoren suchten Abenteuer, Ruhm und Reichtum. Ihre Abenteuerlust wurde mehr als genug gestillt, doch die Belohnung für ihre großen Opfer fiel deutlich geringer aus als erhofft. Nachdem sich immer mehr Händler niederlassen, werden sie zu Veteranen eines anderen Zeitalters, zu ausgedienten Soldaten, die im Namen des Krieges oftmals Grausamkeiten begangen hatten. Viele von ihnen enden in bitterer Armut und erinnern sich an einsamen Abenden in Tavernen, wehmütig an die alten, ruhmreichen Zeiten. Cortés' Image schwankt zwischen dem des großen Eroberers und des blutrünstigen Kriegers. Bis heute weiß man nicht, ob man ihn bewundern oder verurteilen soll. Nachdem er am spanischen Hof endgültig in Ungnade fällt, stirbt er am 2. Dezember 1547 an einer Infektion. Das spanische Kolonialreich wird zum mächtigsten Reich der Welt. Der weltweite Handel kommt ins Rollen. Doch das ist eine andere Geschichte. Als Christoph Kolumbus in Hispaniola an Land geht, leben dort 300.000 Ureinwohner. 50 Jahre später sind es nur noch 1.000. 92% der indigenen Bevölkerung Mittelamerikas sterben im Sturm der Kriege und Epidemien. Dennoch wird diese dramatische Episode in der Geschichte der Menschheit heute nicht als Genozid bezeichnet. Auch nicht das Massaker an den indigenen Ureinwohnern Nordamerikas. Ein Genozid oder Völkermord ist die systematische Auslöschung einer nationalen, ethnischen, rassischen oder religiösen Gruppe. Ein Ethnozid ist die gewaltsame Auslöschung einer Kultur. Beides sind geplante, kollektive und gezielte Verbrechen. Das Verschwinden der Azteken war nie das Ziel der spanischen Herrscher, aber die fatale Folge ihrer Eroberung, der schlechten Behandlung und der eingeschleppten Krankheiten. Theoretisch betrachtet ist die Auslöschung der Ureinwohner Amerikas also weder ein Genozid noch Ethnozid. Das macht sie jedoch nicht weniger grausam. Heute gibt es nur 4 offiziell anerkannte Genozide, alle aus dem 20. Jahrhundert. Glücklicherweise ist die Kultur der Azteken noch nicht gänzlich verschwunden. Cortés bewunderte ihre Zivilisation und zahlreiche elementare Werke wurden von aztekischen und spanischen Intellektuellen bewahrt.
1978 legen Archäologen im Herzen von Mexico City die Ruinen des großen Aztekentempels von Tenochtitlan frei. Das spanischstämmige und zutiefst katholische mexikanische Volk hatte sich daran erinnert, dass in seinen Adern das Blut der Azteken fließt.